Hallo Leute, wie geht's euch? Ihr merkt, ich habe gerade echt viel Fun am Vloggen. Und deswegen dachte ich, komm, nehme ich euch mal einfach wieder ein bisschen mit. Morgen ist jetzt, also ist es Montagabend, ich weiß nicht genau, wann der Vlog kommen wird. Und morgen habe ich nochmal zwei Faschingsumzüge, auf die ich gehe. Das wird nochmal happig, aber ich habe jetzt seit längerem nicht mehr Kommentare beantwortet und ich mache das immer so im Blog. Ich beantworte so alle 3 bis 4 Tage die ganzen Kommentare der letzten Tage. Und da bin ich auch jetzt gerade dabei hier. Und ja, ich dachte, ich nehme euch jetzt erstmal so ein bisschen mit, so ein paar Kommentare, die mir auffallen, über die ich ein bisschen mit euch quatschen kann. Und vielleicht interessiert euch das ja. Und einer ist mir direkt ins Auge gesprungen. Ja, den fand ich voll witzig. Und zwar hat nämlich Pat einen Döner geschrieben. Und zwar ging es darum, dass mein Stream, da die Channel News, wo ich gesagt habe, dass mein Stream am Freitag kommt, hat er geschrieben, oh, natürlich bin ich an dem Tag in Hamburg. Naja, viel Spaß euch allen. Er hat Todos geschrieben, hä, was machst du bei mir daheim in Hamburg? Und dann Pat den Döner und Döner verkaufen natürlich. Wir liefern jetzt auch nach Hause. Voll geil. Musste ich mega lachen, als ich das gelesen habe. Nicer Humor. Und der Dennis LP hat geschrieben, bei der Kumu-Weide hättest du dich ja richtig ärgern müssen. Und welche Szene damit gemeint ist, zeige ich euch jetzt. Nochmal der Faschingsumzug bei mir im Ort, wo man da nochmal richtig, richtig viele Leute trifft. Ich liebe den Faschingsumzug bei mir im Ort, weil man kann eigentlich keine 10 Meter gehen, ohne irgendjemanden zu treffen, den man kennt. Und das ist einfach so cool. Und da wird dann nochmal richtig abgegangen. Und am Mittwoch werde ich vermutlich einfach klinisch. Ja, Mann, ist cool, oder? So viele rote Panzer sind normal. So eigentlich ist man Zweiter und dann am Ende ist man dann Achttausendster. Ist cool. Der Dennis LP, wir wissen, Hübi ist schwarz seine Lieblingsfarbe. Oder wenn du mal Yoshi Scheige fährst, nimmst du dann einfach irgendeine Farbe. Ich muss sagen, bei diesen ganzen MK8 Sachen nehme ich eigentlich bei diesen Charakteren, wo ich immer die Farbe auswählen kann, das sind glaube ich nur Yoshi und Shy Guy, nehme ich glaube ich fast immer schwarz oder orange und grün. Aber meistens schwarz. Ich weiß nicht, schwarz hat irgendwie am meisten Stil, finde ich. Ist aber Geschmackssache. Der MarioFan89DK will wissen, was ist dein aktuelles Lieblings-Let's Play von dir? Momentan laufen ja. Ach nee, ich glaube, er meint tatsächlich meine allgemeinen. Über meine allgemeinen kann ich mal kurz in meine Playlist schauen. Seine zweite Frage ist noch, würdest du den Stream auf YouTube uploaden? Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe ja in meinen Streams immer den Song Request drin, wo dann die Leute über YouTube dann oder halt über den Chat mir Songs schicken können, die dann auf YouTube abgespielt werden, die wir dann im Stream als Hintergrundmusik haben. Das Problem ist, wenn ich den ganzen Stream dann auf YouTube hochlade, würden wir oder würde ich megamäßig GEMA-Probleme bekommen. Deshalb ist es mir leider nicht möglich, den Song Request im Stream zu haben und den Stream dann noch abzuladen. Natürlich kann ich jetzt sagen, ich nehme die Song Requests raus, dann kann ich es danach auf YouTube uploaden, aber ich finde es nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, der Song Request ist eigentlich eine super Sache, wenn dann sozusagen die Zuschauer ihre eigene Musik spielen können. Ich kann mir aber mal überlegen, ob ich vielleicht der Stream wird ja auch als Video auf Twitch zur Verfügung stehen, ob ich dann sozusagen einfach mal den Link zum Twitch-Video vielleicht irgendwo mal, ja, hinpack, dass die Leute, die ihn sehen wollen, den mal finden können. So, und jetzt noch die Frage, was mein Lieblingsprojekt ist. Ich schaue mal eben kurz in meine Projekteliste. Ich glaube, das ist der Ort, wo ich hier mal am besten einen Überblick über meine Streams bekomme. Für alle, die meine Projekteliste nicht kennen, geht einfach auf meinen Kanal und dann hier oben auf den Link Projekteliste. Und da kriegt ihr so eine Google-Tabelle, wo da meine ganzen Sachen drin stehen. Und wenn ich die jetzt mal hier mal eben kurz durchschaue, war, glaube ich, New Super Mario Bros. Wii mein geilstes Let's Play. Einfach die meisten Fails, auch ab und zu Skill drin, und es war einfach, es war cool. Ja, es war ziemlich cool. Also ich glaube, Mario Bros. Wii kann ich echt als mein coolstes Projekt momentan abstempeln. Hier auch ein cooler Kommentar zu meinem Skyward Sword Part 5. Hübi, wenn du die Suppen-Challenge machst, kriegst du am Schluss ein Herzteil. Und ein Tipp, schau immer auf deine Umgebung. Das ist jetzt natürlich den habe ich jetzt nicht reingenommen, weil das irgendwie so der Kommentar irgendwie so speziell geil ist. Nein, aber ich persönlich finde es einfach richtig, ich finde es so cool, wenn Leute mir in den Kommentaren Tipps da lassen zum Spiel. Das finde ich eine super Sache, weil
diese ganzen Formate, also mein Kanal, es heißt ja Let's Play und es heißt ja auf Deutsch übersetzt, lasst uns spielen. Und ich finde es einfach super, dadurch, dass ihr mir dann immer Tipps gibt und Anregungen und so weiter, kommt einfach total dieses Gefühl zustande, als ob wir dieses Spiel zusammen zocken würden. Weil vor allem bei Blind-Projekten ist es halt cool, wenn ich halt vom Spiel einfach noch nicht so viel kenne und dann ihr sagt, hey, mach doch das und das, da könnt ihr dann das kommen und so weiter. Das finde ich richtig geil. Also Nightlife, danke für den Tipp und auch an alle anderen. Ich liebe es, wenn ihr mir Tipps in die Kommentare schreibt. Nochmal ein kleiner Kommentar zu Skyward Sword. Ich habe in dem Part nämlich gefragt, wie ich den Wolkenvogel nennen soll. Und der Metogether hat gesagt, nenn ihn doch Skydiver. Den fand ich mal ganz cool, den Namen. Dann kam noch ein Kommentar von Timmy One, der hat gesagt, nenn ihn doch Carmir oder Carmairo, weil es ein kaminroter Vogel ist. Habe ich auch drüber nachgedacht. Und dann einfach Meister L mit dem Vorschlag. Hey Hübi, wie wär's, wenn du den Vogel Fox nennst? Wie den Phönix aus Harry Potter. Und da trifft er natürlich bei mir als riesiger Harry Potter-Fan übelst ein Schwarze. Ich glaube, ich werde den App jetzt so nennen. Top-Vorschlag, Nestle. So, Freunde. Ich bin jetzt durch die meisten Videos der letzten Tage durch. Ich muss dann auch irgendwann mal pennen gehen. Ich saß jetzt mal wieder über eine Stunde dran. Das zieht sich wirklich viel, viel länger, als man glaubt. Also, Kommentare beantworten war früher mal so, ja, okay, gucke ich halt mal, was ich für die letzten Tage, okay, 10 Kommentare, aber mittlerweile ist Kommentare beantworten wirklich, ein richtig zeitlich aufwendiger Akt geworden. Und ich bin froh, dass ich es immer noch so gebacken kriege. Ich bin halt gespannt, wie lange ich das noch durchziehen kann, den meisten zu antworten. Mittlerweile, früher habe ich ja wirklich jedem geantwortet, aber mittlerweile ist es fast nicht mehr möglich. Also mittlerweile antworte ich wirklich nur noch den Kommentaren, wo halt eine Antwort passt. Ich sag mal so 80% der Kommentare beantworte ich momentan. Manche brauchen halt einfach keine Antwort. Die wurden halt einfach geschrieben und dann, ja, die brauchen halt keine Antwort. Und jetzt zum Abschluss, ich wurde noch öfter gefragt, was meine Meinung zum JMC, zur Julian's Music Cypher ist, zu den ersten 8 Qualifikationen. Wir haben da Drop Dynamic, Rapido, Der Tänzer, Lumara, Das K-Element, Soleil, Fucking und Adam. Ich fange einfach von vorne an. Adam, ja, okay. Entspannter Typ. Normaler Track. Ist okay. Kann man sich geben. Fucking, dieser 12- oder 13-Jährige. Also ich weiß nicht, warum Julian den so gehypt hat. Natürlich wahrscheinlich überdurchschnittlich für sein Alter, aber ich fand es jetzt nicht so geil. Ganz ehrlich, ich fand den wirklich nicht gut. Ich habe auch schon meine Meinung ganz grob auf Twitter geäußert. Dann der Soleil hat so ein bisschen was von Haftbefehl, aber er taugt mir. Also er ist sehr speziell, ich kann verstehen, wenn Leute den nicht mögen, aber er taugt mir schon, also finde ich ganz cool. Dann K-Element ist flowlich richtig abgegangen, richtig, richtig geil. Dann, Lumara. Lumaras Track fand ich richtig, richtig geil. Ich habe, nachdem ich den Track gehört habe, ihr Album gekauft und ich höre das Album gerade rauf und runter, also Lumaras Album, richtig gut, totale Kaufempfehlung. Ich glaube, es gibt mir mehr, heißt es, glaube ich. Ja, holt's euch, wirklich, also ich feiere den Track richtig. Dann den Track vom Tänzer fand ich auch okay, das Video habe ich da nicht ganz verstanden, aber auch ein entspannter Track. Rapidos Song ist ja sein Intro vom Album, glaube ich, Standard, also hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ja, okay. Und dann mein Favorit der Woche, der Drop Dynamic mit Alles Komplett, finde ich einen richtig, richtig geilen Song. Höre ich mir oft an und ich sehe auch gerade, hat von den 8 Qualifikationen, die hochgeladen wurden, die meisten Klicks, also wird wohl auch von der Masse am meisten gefeiert. Also da hat er einen nicen Track rausgehauen. So, das soll es damit gewesen sein. Ich gehe dann nach über einer Stunde Kommentare beantworten. Jetzt pennen, ich lege mich jetzt hin. Und jo, danke fürs Einschalten. Wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, hey, wir wollen öfter mal so einen kleinen Vlog, wo du vielleicht auf ein paar Kommentare und so eingehst, dann schreibt mir es doch unten in die Kommentare oder zeigt es mir jetzt einen Daumen nach oben, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ihr habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.